Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal und Blog und zu meiner Serie Embossing. Heute zeige ich euch eine weitere Emboss-Resist-Technik. Ja, die vierte, aber heute lernen vielleicht auch die von euch noch etwas, die schon eigentlich Profis sind. Ich würde euch heute nämlich gerne zeigen, wie ihr mit Stempeln, Motiven im Hintergrund und dem klaren Embossing-Pulver arbeiten könnt und echt schöne Effekte erzielen könnt. Dazu brauchen wir, wie gehabt, unsere kleine Vorlage. Wie immer habe ich einen kleinen Vogel ausgesucht. Dann zwei Stempelsets, mit denen ich heute arbeite. Das ist einmal hier das Silhouette Flowers von Artemio. Da benutze ich diesen Stempel hier. Und French Foliage von Stampin' Up. Und da werde ich diesen Hintergrundstempel benutzen. Als Stempelfarbe habe ich mir ausgesucht Distress Ink Antique Linen und Distress Ink Tattered Rose. Mit den beiden werde ich heute das Vögelchen einfärben. Und wir brauchen klares Embossingpulver und wie immer Versamark. Im Schritt 1 werden wir erstmal einen Hintergrund aufstempeln und dazu nehme ich diesen Schriftstempel. Das mache ich in der Farbe Antique Linen, also antikes Leinen. Schön einfärben. Das ist so ein schöner heller Ton im Hintergrund, den mag ich sehr. Und damit bestempel ich jetzt unser Vögelchen. Das muss auch gar nicht perfekt sein, das wird man nachher nicht mehr so sehen. Und hier unten nochmal drauf. Wunderbar. So kann das schon bleiben. Jetzt werde ich das Ganze einmal föhnen, damit die Stempelfarbe schön trocknet. Das muss aber nur kurz sein. Ich brauche nicht so lange, bis das trocknet. Von beiden Seiten, damit sich das Papier nicht so wölbt. Fertig. Nächster Schritt. Mit unserem Embossing Buddy gehen wir einmal drüber, weil jetzt wird nämlich embossed. Und jetzt ist es wichtig, dass ihr euch einen Stempel aussucht, der eine möglichst gefüllte Fläche hat. Ich habe mir eben diesen hier ausgesucht, der ist auch schon sehr lieb gehabt und schon verfärbt, das macht aber nichts. Das tut dem Stempel keinen Abbruch und der hat, wie ihr seht, diese große ausgefüllte Fläche. Und den möchte ich jetzt gleich mit klarem Embossingpulver hier aufstempeln. So, jetzt hatte ich das schon ein bisschen so, dass man den Stiel noch sieht. Den hätte ich ein bisschen gerne mehr in diese Richtung hier. So. So werde ich das jetzt aufstempeln. Das würde ich nicht so gern halten, macht nichts. Ich nehme wieder Versamark, benetze damit meinen Stempel recht gut. Und stempel nun das Motiv einmal auf das Vögelchen auf. Bei so einem flächigen Stempel müsst ihr auch gucken, dass sich das wirklich gut auf euer Motiv aufdrückt. Sehr schön. Man kann es im Hintergrund schon sehen. Und jetzt brauchen wir wieder klares Embossingpulver. Ich nehme das von Wow. Und werde nun das Blümchen damit benetzen. Da darf ruhig noch ein bisschen was drauf. Schön. Das muss echt schön damit befüllt sein. Ruhig über alles drüber gehen. Und abklopfen nicht vergessen, weil wir wollen nur dort Embossingpulver haben, wo wir auch gestempelt haben.
So könnt ihr sehen, es ist überall Pulver drauf. Das hier geben wir zurück in unser kleines Gefäß. Und das wird jetzt mit unserem Heißluftföhn geföhnt. Wie immer, lasst den Föhn vorher schön heiß werden. Jetzt kann man das Blümchen auch schön sehen. Es ist im Hintergrund aufgebracht und es glänzt schön. Und jetzt brauchen wir unsere zweite Stempelfarbe. Und jetzt müsst ihr euch für eine entscheiden, die dunkler ist als eure erste Stempelfarbe, damit das, was jetzt alles hier gestempelt ist, verschwindet. Ich habe mich für Ted & Rose entschieden. Ich weiß nicht, ob sie richtig dunkler ist. Mal gucken, wie viel ich auftragen muss. Wir schauen einfach mal. Das ist besser. Und jetzt färbe ich den kleinen Vogel damit ein. Hier seht ihr, ich habe nicht ganz aufgepasst, hier ist ein bisschen Embossingpulver Rest drauf und das ist natürlich jetzt auch geblieben und gibt so einen kleinen Fleck. Finde ich aber bei diesem Vintage-Look hier überhaupt gar nicht schlimm. Ihr seht jetzt, dort wo unsere Blume gestempelt ist, kann man den Hintergrund noch durchschimmern sehen, je nachdem was ihr da wählt. Das sieht richtig toll aus. Und wo wir drüber gewischt haben, da sieht man es nur noch ganz wenig. Wenn ich jetzt natürlich eine Farbe nehme, die richtig kräftig ist, würde man den Hintergrund hier überhaupt nicht mehr sehen, sondern einfach nur da, dort, wo gestempelt wurde. Das finde ich ist ein ganz toller Effekt, den man mit Embossing erzielen kann. Das war's auch schon an dieser Stelle, eine neue Emboss-Resist-Technik. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ihr habt was dazu gelernt und probiert das irgendwann mal aus, vielleicht auf einer Karte. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Nachmachen und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut! Tschüss!